Im europäischen Vergleich hat Deutschland mit die höchsten Strompreise. Daher verlangten große Industrieunternehmen eine Preisentlastung. Die hohen Energiekosten in Deutschland hätten nämlich ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Das wiederum hätte dazu führen können, dass viele Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Also hat der Gesetzgeber reagiert und bereits zum 1. Januar 2012 eine neue Umlage beschlossen. Die § 19 Strom-Neff-Umlage. Komplizierter Name, funktioniert aber ganz einfach. Unternehmen, die unter anderem mehr als 10 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbrauchen und weitere Faktoren erfüllen, müssen deutlich weniger Geld für die Netznutzung bezahlen. So werden sie entlastet und zahlen einen geringeren Strompreis. Dieses Geld, das die Großindustrie spart, wird auf alle Stromverbraucher umgelegt. Also auch auf Sebastian. Das ist die § 19 Umlage.